Hallo meine Freunde aus aller Welt. Meine letzte Zucchini für dieses Jahr. Wir haben März. Die werde ich jetzt zubereiten. Hackfleisch, Zwiebel brauche ich, ein bisschen Reis, ein bisschen Käse und eine Tomatensauce brauche ich noch, genau. Tomatensauce fehlt noch. Die tue ich noch rein. Fangen wir an. Schälen mal die Zwiebel. Wie das geht, das wisst ihr ja, ne? So, jetzt habe ich die Zwiebel geschnitten. Jetzt tun wir ein bisschen Öl rein und tun die mal schön glasig anbraten. So, wenn das Öl warm ist, tun wir die Zwiebelchen rein. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Nachdem sie ein wenig gläserig sind, ein wenig Paprika. Und rühren gescheit. Noch ein bisschen Salz dazu. Pfeffer. Bisschen Knoblauchpulver. Schön rühren. Jetzt löschen wir die ganze Geschichte mit dieser Tomatensauce. Habe ich selber gemacht. So. Und das schön heiß werden nochmal. Und dann kommt der Reis mit rein. So, jetzt geben wir unseren Reis dazu, je nach Geschmack. Wer mehr Reis will, kann mehr Reis tun, wer weniger will, kann weniger rein tun. Jetzt so eine Tasse ungefähr. So 400 Gramm wird das gewesen sein. Und schön das quillen lassen hier drin. So, nach 7-8 Minuten hat der Reis ist gequollen in der Tomatensauce. Also es waren 400 Gramm Reis und einen guten Liter Tomatensoße, wo ich gemacht habe. So, jetzt schneide ich mal die Zucchini. Das lassen wir kühlen. Das kann noch ein bisschen kühlen in der Zeit. Schneiden wir mal die Zucchini auf. Die Zucchini habe ich jetzt aufgeschnitten. Jetzt kratze ich die sauber. Und dann werden die gefüllt. Das ist meine letzte Zucchini aus dem Garten. Und die im März hat sich gut gelagert. Im Keller natürlich gelagert. Am einfachsten machst du es mit dem Löffel so, einfach so mit dem Löffel so sauber kratzen. So, jetzt habe ich die geschält, das Innere rausgemacht. Wie du siehst, habe ich jetzt ein Problem, kriege nicht beide rein. Wenn wir noch was einfallen lassen, wie ich die schnippel, dass beide reinpassen, ne? Das ist das Problem jetzt. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt ein Blech genommen. Das ist die bessere Lösung wie. So, und das Hackfleisch habe ich jetzt da rein und mische das. Und dann füllen wir die Zucchini. So, jetzt habe ich schön durchgemischt. Und jetzt füllen wir unsere leckeren Zucchinis. Mit diesem Gemisch. Und dann tun wir noch ein bisschen Soße rein unten. Und dann kommt es in den Backofen. Das gibt was Leckeres, Leute. Und zum Schluss, auf die eine tue ich noch ein bisschen Käse drauf. So, jetzt fülle ich die, tue den Ofen aufwärmen und dann kommen die rein bei 160, 170. So, Freunde, jetzt kommt noch die
Tomatensauce rein. Und dann schieben wir es rein bei 170, ungefähr 180 erst einmal von unten Hitze. Und schauen mal, was passiert. Wir sehen uns dann später. So, Freunde, sind gute 20 Minuten rumgegangen. Zwischendurch habe ich immer mal wieder so Soße drüber geschüttet. Ne? Das ist so lecker. Schön drüber Soße. Jetzt lasse ich es nur ein paar Minuten und dann ist es fertig. Dann servieren wir. Und dann heißt es lecker Leckereien essen. Die Zucchini. Von letztem Jahr. Hat sich lang gehalten bei mir. Ne? Jetzt ist sie dran. Das ist die letzte, wo ich habe. Wir sehen uns dann beim Servieren. So, jetzt ist fast fertig. Jetzt kommt noch ein Käse drüber. Nur über die, wo das mögen halt. Ne? Bei mir mögen es ja nicht alle. Nur mache ich nur über meins Käse drüber. Den lasse ich zerlaufen und dann ist die Geschichte fertig. Wird serviert. Und zum Schluss, wenn ich das raushol, dann tue ich noch meine Kerne. Auch die Kerne sind essbar, ne? Mit Salz und dann rein und trocknen, dann kann man die essen. Das ist ja auch Kürbisgewächs. Also, schauen wir uns gleich beim Essen. So, jetzt war es 45 Minuten. Ich habe angefangen mit 160, dann habe ich es zwischendurch mal 200 gehabt. Und zum Schluss von oben mit 160. Der Käse ist zergangen. Es ist fertig. Schau mal her. Mmh. Wie gut es riecht. Zum Glück gibt es keinen Geruchsfernseher. So. Tun wir ein Stück raus. Ich mache mit Käse. Meine andere Bagage mag das nicht mit Käse, aber ich schon. Darum nehme ich mit Käse. Ein bisschen leckere Soße dazu. Und dann probieren wir gleich. Mache ich das raus und dann tue ich meine Kerne rein. So, schauen wir uns am Tisch dann. So, noch ein kleines Löffelchen Schmand. Es gibt einen guten Geschmack. Und jetzt wird einmal probiert. Die Leckerei. Ja, ist durch. So, gucken wir mal. Das ist schon was Leckeres, Leute. Heiß. Mmh. Ah, das ist ja lecker. Mmh. Sarai habe ich auch gemacht. Typisch Matze. Typisch. Mmh. Mit dem Käse da. Hm, was Feines du. Hm. Also müssen wir nicht zugucken. Das war von letztem Jahr die Aubergine. Die Aubergine sei die Zucchini. Und jetzt wird sie gegessen. Das war die letzte aus dem Garten. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Kommentare schreiben. Ciao, ciao, ich esse jetzt. Bis dann, euer Matthias.